Warum wird diese Frage gestellt? Die Frage wird in keinem anderen Land gestellt. Dieser Frage stellt man sich nur in Deutschland. Wenn es nach dem Erfolg geht, könnte Marshall und Alexander die Frage egal sein, ob sie jetzt klassische oder populäre Musik machen. Das Gesangsduo steht seit 14 Jahren auf der Bühne. Sie haben unzählige CDs verkauft, mehrere goldene Schallplatten erhalten. Der Erfolg spricht für sich. Marshall und Alexander geben deshalb nichts auf das deutsche Schubladendenken. Warum wird diese Frage gestellt? Also es ist jetzt kein Vorwurf, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem in unserer Kulturlandschaft, also meiner Meinung nach. Und da gibt es Streit ohne Ende, weil die einen sind die Krediblen und die Könner und die Intellektuellen und die wissen, wie es geht. Und die anderen sind die Minderwertigen, die haben kein Niveau. Wir sehen uns als Sänger und es gibt kein größeres oder schöneres Privileg, als sich jedem Genre, sag ich jetzt mal, bedienen zu können. Und das haben wir, dieses Privileg. Ob das jetzt auch mal ein Schlager ist, der 50er Jahre, ob das ein rein klassischer Titel ist. Und dann habe ich eben im klassischen Konzert das rein klassische Publikum, sage ich mal. Und im Popkonzert habe ich dann vielleicht auch mal den Klassiker drin sitzen, der einfach nur neugierig ist. Und andersrum natürlich auch. Beide haben ihre Karriere aber ganz klassisch begonnen, an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Und dort haben sie sich auch kennengelernt. Heute stehen sie etwas entspannter auf der Bühne in der Musikhochschule, wo sie damals schon als Studenten vorgesungen haben. Was ist los mit dir? Er ist ein guter Typ, ein Mann, wie es ihn nur selten gibt. Wonach suchst du noch? Was rennst du weg? Ist er zu perfekt? Hier haben natürlich die ganzen Vorsingen stattgefunden. Da muss man sich vorstellen, da sitzen dann die ganzen Professoren und man steht da und ist halt blutiger Anfänger und versucht sein Bestes zu geben und ist eigentlich innerlich total verkrampft. Weil man eigentlich nur darauf wartet, oh Gott, was denkt der jetzt? Oder also es war mein Empfinden und das ist eher dann weniger schön, das Gefühl, wenn ich hier bin. Es ging so los, dass mein Vater, der auch an dieser Hochschule studiert hat, mich angemeldet hat. Ich war in Amerika, habe da Jazz studiert und wollte eben auch typisch deutsch, klassische Musik muss man in Deutschland studieren. Dann hat er mich hier in die Weberstraße gebracht, zum Sekretariat. Und dann wurde ich angemeldet, habe meine Aufnahmeprüfung gemacht, habe die bestanden und dann hat man mir mitgeteilt, dass ich keinen Studienplatz bekomme. Und meine damalige Professorin, Frau Professor Axt, die mich vorbereitet hatte und hier auch einen Lehrstuhl hatte, hatte einen Platz für mich. Und dann hat sie gefragt, ja, wieso bekommt er den Platz nicht? Ich habe ihn ja, ich will den und dann soll ich den auch bekommen. Und dann hat man ihr mitgeteilt von der Prüfungskommission, wir wollen nicht noch einmal einen Tralala-Sänger ausbilden. Und so ging mein Studium los. Ich kann mich noch daran erinnern, ich will jetzt gar nicht so ausschweifen, aber als dann unsere Freundschaft so begonnen hat, als du hier Gast warst, da kam dann schon mal die ein oder andere Bemerkung, was, du machst da mit dem dann nebenher noch so auf Galas und so, pass ja auf und so, dass du dir deine Stimme nicht kaputt machst und so. Also so all solchen Quatsch, aber ich hielt dem Ganzen stand, weil ich das, hab das auch gar nicht so an mich ranlassen. Miserere. Ich habe dann am Schluss aus dem Vogelhändler wie My Arnold gesungen und stand eben so auf der Bühne und irgendwann hat der ganze Saal mitgeschunkelt und danach hat sich eben Herr Professor Kern darüber aufgeregt, dass in unserer Hochschule nicht geschunkelt wird. Ja, also solche Dinge sind da passiert und ich weiß nicht was alles. Das war keine einfache Zeit und ich wollte dann auch aufhören zu singen. Am Ende meines Studiums war ich so weit, dass ich gesagt habe, ich treffe keinen Ton mehr, ich höre jetzt auf, muss mir einen anderen Beruf suchen. Und erst als ich dann weg war von der Hochschule und so ein halbes, dreiviertel Jahr gesucht habe, habe ich dann einen anderen Lehrer gefunden, der mir dann meine Lust am Singen wiedergegeben hat. Und heute bin ich versöhnt mit allem und weiß, dass genau diese Dinge ganz wichtig waren für meinen Weg, um mich durchzusetzen. Aber einfach war das nicht. Ich kann überhaupt nicht malen. Machen wir es gemeinsam. So. Er bringt mich um. Das kann schon sein.
Gut. Ja, und jetzt? Oh! Aber als ich ihn kennengelernt habe und das erste Mal bei ihm zu Hause auf dem Anrufbeantworter angerufen habe, dann erklang die Stimme von Fritz Wunderlich: Freunde! Nein! Grüß euch Gott! Ah, falsch, egal. Auf jeden Fall war es der Fritz Wunderlich. Und ja, dann, hier spricht Alexander Fitzenmaier, ich bin mal wieder auf der Wander. Genau. Habe ich heute. Unvergesslich, unvergesslich. Mhm. Aber Freunde, das Leben ist lebenswert, das passt schon zu uns. You are all I've ever got. You are the spotlight of my dreams. Wir können einfach das tun, was wir gelernt haben, nämlich singen. Und letztendlich die Leute draußen, das Publikum, kann dann einfach sagen, die mögen wir, die lieben wir. Ich glaube auch gar nicht, dass wir jetzt spezifisch, das haben wir uns vielleicht auch in den 13 Jahren erarbeitet, dass die Leute sagen, ach, das sind die Opernsänger oder das sind ja die Schlagersänger oder das sind ja die Rocksänger oder die Popsänger. Sondern wir stehen einfach da, Mascha und Alexander, das wissen mittlerweile alle, die stehen für so vieles. Zum Beispiel stehen sie für klassische Musik in bunten Schuhen, für Popmusik im schwarzen Anzug. Und das Wichtigste, sie stehen selbstbewusst hinter dieser Mischung.